Ja, weiter. Aber ja, ich kann meine Gruppe mal nachziehen. Wenn es dein Wunsch ist. Da wirkt der Magiebann auf mich. Oh, er lockt mich. Wasch mir meinen Bart in deinem Blut! Auf in den Sieg! Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Er lockt noch viel Gesindel an. Wie kann ich helfen? Ja? Dein Befehl? Weiter! Ja? In Ordnung! Ja, sowas von unfreundlich. Also die Tatsache, dass sie eigentlich Magiewiderstand haben, aber nur von magischen Waffen getroffen werden können. Sag was gewiss. Vergiftet wurde zum Glück noch niemand. Was ist los? Ist das alles? Das heißt, wir können jetzt erstmal hier lang gucken. Vorausgesetzt, Lunastra schaffte sich in den Schatten zu verstecken und da mal eine Weile drin zu bleiben. Okay. Gefangene Kinder? Die denken, wir sind lecker. Ich will den Monstern aufs Auge hauen. Ich hab Hunger, ich hab Durst. Papa, Papa, bist du es? Ich bin es chemisch. Nein, ich bin bestimmt nicht dein Papa chemisch. Ich bin eine Frau, weil... Ich bin eine Frau. Okay, da ist ein kleiner Bug in der Version, weil Lunastra ist nicht Brenno hier. Ich bin nicht dein Papa chemisch. Wie heißt denn dein Vater? Mein Papa ist Conlan, der Schmied in Kuldah. Er ist so stark und so groß. Und wenn er hier wäre, würde er diesem Monster das Fell über die Ohren ziehen. Bang, pam, uff, ah. So hört es sich an, wenn die Echsen und Spinnen fertig gemacht werden. Nicht mein Papa. Ist gut, chemisch. Ich werde sehen, ob ich den Monster das Fell über die Ohren ziehen kann. Keine Angst, mein Junge. Ich werde mich schon um die Monster kümmern. Seufzt. Ich kann wohl gehen und die Monster töten, nehme ich an. Beschaber lacht die Junge. Du kannst vom Glück sagen, wenn du aus diesem Labyrinth herauskommst, selbst wenn ich alles töte, was zwischen dir und dem Ausgang steht. Leb wohl. Ich wette, mein Vater ist stärker als dein Vater. Ich habe die Monster in den Höhen der Echsenmenschen schon erledigt und alles, was zwischen dir und dem Ausgang stand. Du kannst jederzeit gehen. Ich wette, mein Vater ist stärker als deiner. Kann nicht. Oh doch. Nee. Mein Papa kann Feuer speien und hat einen riesigen Hammer. Also mein Vater kann Blitze aus den Fingern schießen und Riesen durch die Luft werfen. Also machst du die Monster jetzt fertig oder nicht? Seufz, dann kann ich wohl gehen und die Monster töten, nehme ich an. Ja. Also säubern wir erst einmal alles und merken uns chemisch. Also der Sohn vom Schmied ist hier. Oh. Wie kann ich helfen? Mögen die Götter euch gnädig sein. Gut, wer auch immer die Schwertspinne eingeladen hat. Woran hast du gedacht? Brauchst du mich? Nebenbei, was sagt das Fährtenlesen? Der Gestank in dieser Gegend ist eindeutig. In diesem Höhlenkomplex müssen Trolle hausen. Zu den Clownspuren an den Wänden, mit denen sie quasi ihre Revier markieren und dem überall herumliegenden Kot, kommen Hinweise, dass es in den Höhlen auch riesige Insekten gibt. Säurespuren an den Wänden und am Boden können auf die Anwesenheit von Bombardierkäfern schließen lassen. Außerdem glaubt ihr, dass sich eine große Anzahl von Menschen erst kürzlich durch diesen Bereich in Richtung der südwestlichen Höhlen bewegt hat. Ich höre mit Vergnügen. So, mal gucken. Kommen wir halt über diese... Ach,
Die nächste Truppe. Trolle. Dein Befehl? In Ordnung. Was? Ich tu's. Stirb now. Ja, für solche Fälle kriegen wir auch das Flammenöl. Ja. Dieses Mal müssen Taten deutlicher sprechen als Worte. Ich werde tun, was ich kann. Sag, was du von mir willst. Gewiss. Nicht meine Gefangenen! Kann ich helfen? So, noch ein Troll weniger. Vita Mortis. Vita Mortis. Und ja, ich sollte einfach mal Brandöl verwenden. Vita Mortis. Wie kann ich weiter? Ja, davon habe ich auch mehr als genug. War hier nicht noch ein Troll? Wie kann ich am besten zu Diensten sein? So soll es geschehen. Oder sind die wirklich so klug geworden? Ein talonischer Priester und eine ganze Horde Trolle. Dein Befehl. Einverstanden. Nicht da unten lang gehen, bitte. Das wäre fatal. Also ja, gehen wir erstmal hier rum. Gucken mal, ob wir von da aus besser rankommen. Vor allem, ob uns jetzt dann wieder Trolle entgegenkommen. Ah ja, das hier ist ein komplettes Paradies für Trolle, ey. So, bis hier. Woran soll es geschehen? War alles sicher. Okay, und jetzt kommen die Trolle. Ja? Es soll geschehen! Vorwärts zum Sieg! Helft mir doch! Was? Mit Vergnügen? So, da liegen zwei Trolle nebeneinander. Mach sie knusprig. Gut. Brauchst du mich? Das hat auf jeden Fall wehgetan. Wie lautet deine Aufgabe? Vita Mortis. Also ich höre da hinten auf jeden Fall was stampfen.
Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Geht's hier weiter? Ich weiß es gerade gar nicht mehr. Ausruhen. Ja, Tatsache. Zur dritten Ebene. Lass uns eine Weile rasten. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche einen kleinen Befehl. Es soll geschehen. Ich tu's. Ja? Ich höre. Ich werde tun, was ich kann. Ja? Fackel dir mal weg. Sag was du gewiss. Was? Ich tu's. Wie kann ich helfen? Kann ich helfen? Ich werde schwer erwischt. Bereit? Mit deiner Erlaubnis. Vorwärts zum Sieg! Kein Grund, sich darüber aufzuregen. Dein Befehl? Es soll geschehen. Ja, weiter. Jawohl! Ja, dann tun wir mal drei wieder den Rucksack und geben sie Hagrim. Gut. Sag, was du von mir willst. In Ordnung. Was ist los, wenn es dein Wunsch ist? Wie kann ich helfen? Ihr sollt ihn angreifen. Ich kann das machen. Woran? Ich tue es. Schau mir ruhig zu. So. Wie kann ich am besten zu Diensten sein? Dann Säure. Ich höre. In Ordnung. Müssten auf der Seite jetzt alle gewesen sein. Dein Befehl. Es soll geschehen. Ich möchte mich ja nicht einmischen. Aber vielleicht sollten wir eine Rast einlegen. Wenn ich noch einen Schritt machen muss, fallen mir die Füße ab. Deswegen ziehen wir uns ja jetzt auch in die Ecke zurück. In unsere kleine Höhle. Ich muss mich bald ausruhen. Na, wir haben hier noch ein Stückchen, dann haben wir auch schon die Ebene. Die Dämonen des Schlafes jagen mich. Ich brauche eine Pause. Ebene abgegrast. Verstanden. Schön ist, dass die Trolle so viele Erfahrungspunkte geben. Sag einverstanden. Oh
Gut, die Kinder sind hier noch in Sicherheit, so wie das aussieht. Ja? Das heißt, wir können erstmal nach da gehen. Was? In Ordnung.